Ja, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Sweet Checker. Alle Anfang ist schwer. So, in dieser Ausgabe, hey, es ist keine Testausgabe, es ist eine Spezialausgabe, teste ich nichts, sondern ich zeige euch Produkte, die ich einfach gerne habe. Gerne mag, gerne esse. Ich gehe in den Laden und kaufe das, ja? Für den tätigen Gebrauch, nicht zum Testen hier, okay? Das erste, wer das echte? Und zwar nicht irgendwelche, sondern die sind die Schokoladenspezialitäten, Karamell. Und man kann ja schon auf diesem Bildchen sehen, da läuft irgendwas aus, was das wohl sein mag. Diese, mal gucken, kann man ganz leicht aufreißen. Heraus kommt ein goldenes Bonbon-Packung, wunderbar. Und ein Karamellbonbon. Ich hab's schon verraten, Mist. Richtig. Karamell. Also so lecker. Die Schokolade ist knackig. Das Karamell ist lecker. Die ist so flüssig. Nicht ganz flüssig, aber nicht ganz zäh. Zerfließt. Ist ja eigentlich nicht ganz typisch für Werthers Echte, dass die so weiche Karamell haben. Ist ja eigentlich immer so ein Karamellbonbon, das total knüppelhart ist. Einfach lecker. Mag ich sogar gerne. So, wenn ich mit meinen Jungs irgendwie mal einen Kinoabend habe, esse ich dann gerne diese Dinger. Ich weiß, das ist komischerweise nicht jedermanns Geschmack. Würmer. Also ich kenne die Nummer nur Würmer. Sie heißen ja hier Fachjargon Erdnusslocken. Bei mir, ich kenne sie nur unter Würmer. Riechen so ein bisschen merkwürdig wie alte Schuhsohle, aber ich mache die total gerne. Ein bisschen fettig sind die. Vielleicht ist mir. Ich wünsche euch gesund, aber. Oh, also mein Fernseher. Oh, das ist nicht geil. Dürfen nicht so lange liegen. Verlieren den Geschmack. Das heißt hier, Lorenz ist das. Genau. So. Was mache ich noch total gerne? Das hier. Wenn wir mal Spieleabend haben, packe ich die auf den Tisch, weil die kann man so reinpowern. Ohne dass man die Finger voll fettet. Das sind ja so Stäbchen. Laut auch. Die sind auch relativ hart. Die kann man auch so brechen. Und das Schöne ist eigentlich, da kommt eigentlich wie so ein Kaubonbon raus. Ja? Die sind am Anfang ziemlich hart. Ziemlich knackige Oberfläche. Wir werden mit der Zeit immer weicher. Der Speichel löst alles auf. Weg. So. Und super lecker. Ich mache die Dinger einfach gerne. Kommen bei mir ziemlich oft auf den Tisch. Und wie heißen die Dinger? Hitchies von. Ich zeig's nochmal. Das ist ja kaputt gerissen. Entschuldigung. Die Hitchers sind die Hitchlies. Ja, das ist ja total nett. Goldener Preis DLG, prämiert 2011. Für was? Okay. Super lecker. Das mal wieder aus der Serie, was ich so mag. Und ja, schaut mal wieder auf meiner Webseite vorbei, www.sweetchucker.com oder auf meiner Facebook-Seite. Ihr könnt mir auch gerne mal einen Tipp geben, was ich noch so testen soll. Ungewöhnliche Sachen bitte. Am besten nochmal auch Sachen, die man irgendwie erwerben kann. Besten Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.